und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute scheint die Sonne, es ist aber trotzdem noch ein bisschen kalt, also teste ich heute mal eine Limo. Und zwar Bitzel Naturherbe Zitrone. Ja, habe ich noch nicht getestet, bin sehr gespannt drauf. Zitrone ist eigentlich immer zu gebrauchen. Ja, naturtrübe Zitrone, ja, bin ich gespannt. Das ist auch so im Bereich von bis zu 2 Euro. Und hat natürlich Pfand und hat 48 Kilokalorien auf 100. Ja, Design, ja, also grün mag ich ja sowieso. Aber diese Zitrone, die hätte man ruhig als echte Zitrone machen können. Aber sieht täuschend echt aus, ist okay, ist halt gemalt, so stehe ich nicht ganz drauf. Ist aber noch im Rahmen, ist okay. Hier mit den Bitzeln hier da so, das ist auch sehr schön gemacht. Im Großen und Ganzen, ja, ist okay. Kriegt von mir designmäßig 3 Sterne. Ja. Riecht zitronenmäßig. Riecht richtig gut nach Zitrone. Riecht schön nach der Schale. Das gefällt mir sehr. Hasan, Prost. Also es schmeckt sehr nach Zitrone, sehr spritzig. Preis-Leistungs-Verhältnis ganz klar schon mal 4 Sterne, weil für wenig Geld gibt es was Ordentliches zu trinken, was Durstlöschendes und vor allen Dingen was Spritziges. Gefällt mir. Und geschmacklich? Ja. Ist einfach spritzig, schmeckt wirklich, wirklich super und es schmeckt auch schön nach Zitrone und es bitzelt auch sehr schön. Also kriegt dieses halt von mir satte 5 Sterne. Ja, wieder mal ein Getränk, wo 5 Sterne kriegt, ein ganz einfaches eigentlich, Zitrone, ja. Aber es ist super, es ist bodenständig, es schmeckt toll. Ja, damit kann man arbeiten. Das kann man auch während der Arbeit schön trinken. Natürlich ist das kein Energy-Drink, deswegen wach halten wird mich das nicht. Aber es wird mich ganz gut unterhalten. Das werde ich mir öfters kaufen. Ich halte es mal in die Kamera. Naturtrübe Zitrone. Schmeckt auch naturtrüb. Ja, probiert es aus. Kauft euch das. Schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr es findet. Würde mich sehr interessieren. Ja, ja, das war's mal wieder für heute, Freunde. Ein kleines Like, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ich teste wirklich alles durch. Also dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels.